Am Mittelmeer. Möwen schreien. Das Meer rauscht vor meinen Füßen. Das Tageslicht schwindet. Ein Schwarm Vögel fliegt kreischend am Ufer entlang und Lichter säumen die Küste. Es ist nun fast 20 Uhr und auch noch 20 Grad warm. Doch hier weht ein kühlerer Wind. Das Salz kann ich nicht riechen. Scheint, als riecht es am Atlantik anders. Ich sitze in der Tür vom Sunny und lasse den Tag mal vorüberziehen. Ich war schon frühzeitig wach. Zu früh für Michi. Also Zeit fürs Video. Der Bäckerwagen sollte erst 9.15 Uhr herumkommen. Als das Auto dann kam, saßen wir schon am Tisch, ohne Brot, und warteten. Es war 10 Uhr. Das Auto, seht selbst. Inklusive war eine so freundliche Verkäuferin mit 1000 Entschuldigungen, dass wir gar nicht sauer waren. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Wir sind da jetzt in Weilhahn. Also Weilhahn. Eine Riesenstadt mit 158 Einwohnern, laut Wikipedia. Wobei ich davon ausgehe, dass man den Artikel oft updaten muss. Ja, und der Stellplatz hier kostet 5 Euro, aber der ist es wirklich wert. Er ist wirklich sehr, sehr schön hergerichtet und war sehr ruhig. Mhm. Und die Gegend hier, ihr seht es im Hintergrund, ist auch sehr schön. Ja, und beim Stellplatz kommt in der Früh oder am Vormittag noch ein Bäckerauto. Das ist echt cool. So konnten wir erst spät zum Wandern aufbrechen. Laut Komoot gab es nichts. Doch als wir die ersten 100 Meter und gefühlten 100 Höhenmetern geschafft hatten, wow, tat sich ein Idyll auf. Schaut mal, ist das schön. Und es ist jetzt hier richtig schön, auch rechts von uns. Da sind diese sehr schmalen Felsen, wo ich mich echt frage, wie die wirklich entstanden sind. Die stehen ja gerade noch so. Voll cool. Und wow, das ist hübsch. Loch an Loch und hält doch, es ist sogar ein Baum drauf. Ich verstehe das gar nicht, wie das halten kann. Ein herrlicher See, lauter Picknickplätze und ein toller Wanderweg. Doch ohne Wasser wagten wir das Abenteuer nicht. Es war sehr heiß schon. So beließen wir es bei einigen Abstechern ringsherum. Krabbelten wieder hinauf zum Sunny. Laut Komoot-Aufzeichnung nur 10 Höhenmeter. Ha, kommt mal her, das ist ein Bug. Aber Arbeit beiseite. Nun aber ging es zum Meer. Das war ja nur noch eine Stunde Fahrzeit. Der angepeilte Stellplatz ist schön. Groß, leer und abgesperrt. Der Parkplatz direkt am Meer war aber nicht voll. So stehen wir hier in Front of. Wir sind am Meer. Ja, es ist das Mittelmeer. Und jetzt ist es ein bisschen kalt geworden, weil die Sonne nicht da ist. Und der Parkplatz, der R-Parkplatz ist leider ja,
zu, so wie es ausschaut. Ja, irgendwie gesperrt. Was ja blöd ist. Hm? Ja. Der schaut jetzt schon schöner aus. Die Schilder mit dem Verboten für Hunde, das ignorieren wir nachher. Das kann ich euch sagen. Das ist doch lächerlich. Aber jetzt gehen wir erstmal hier oben lang und freuen uns, dass wir jetzt einmal am Meer sind. Ein ganz klein bisschen lebt der Strand noch. Sagen wir, hier ist noch ein bisschen Party. Es war eine schlechte Nacht. Ich war sehr unzufrieden, weil zu wenig einfach genießen da war und viel zu wenig miteinander teilen. Dazu kam auch, dass unsere Sicht aufs Meer schön war, aber da es kostenfrei war, auch viele Vans da waren. Das wäre ja nicht schlimm, aber die fuhren und kamen bis 2 Uhr am Morgen. Dazu regnete es heftig. Nun, alles in allem war die Nacht viel zu kurz und auch wenn der Wecker abgeschaltet war, war 8 Uhr einfach zu früh. Für unsere heutige Tagesplanung doch recht spät. Der Regen ließ nicht, wie versprochen, 8 Uhr nach und so war es ja nicht so schlimm, dass wir erst kurz vor 11 Uhr an unserem Abenteuer ankamen. Reserve Africaine Sigean. Wir fuhren noch im Regen verschiedene Gebiete ab. Wir sahen Strauße, Gazellen, viele gehörnte Tiere, Giraffen und Nashörner. Und es gab einen Park für Bären und einen für Löwen. Am Morgen waren wir noch mit vielen anderen Autos unterwegs, aber das Tempo bestimmte man selber. Gerade diese wilden, gefährlichen Tiere waren noch sehr träge. Wir waren sicher 3 Stunden unterwegs, somit doppelt so lange wie vom Park geschätzt. Eine kurze Mittagsjause und dann spazierten wir den zweiten Teil ab. Vor dem Sani betteten Störche und Pfauen um Futter. Ich hielt einem Storch Brot hin. Doch der war ein wenig zu feig. Gott sei Dank, denn der spitze Schnabel war etwas beängstigend. Da kam überraschend ein Pfau daher und hatte kein Problem, sich von mir füttern zu lassen. Hey, ich habe einen Pfau gefüttert. Das Wetter wurde trocken und wir bestaunten Hyänen und wieder Giraffen und. Doch wirklich begeistert hat mich der See mit den rosa Flamingos und den Pelikanen. Dass dann auch noch Fütterung angesagt war, war besonders cool. Zuerst bekamen die Pelikane jeder mindestens einen Fisch. Bei den Gewurle fiel es aber kaum auf, wenn jemand zweimal vorbeikam. Sie standen alle in erster Reihe mit geöffneten Schnäbeln, in denen dann die Fische verschwanden. Dann gab es Futter für die Störche. Die Pelikane watschelten davon oder stellten sich hinten an. Und nun waren die Flamingos dran. Na, das gab einen Haufen an rosa Beinchen. Eifrig wurde gepickt und kein Streit kam auf. Dann noch ein paar übrige Häppchen und alle gingen wieder ihre Wege. Die Menschen auf dem Weg und die Tiere größtenteils im Wasser. Die Schimpansen haben uns auch sehr beeindruckt. Ihr Gehege war sehr weiträumig und natürlich belassen. Aber das traf auch auf fast alle anderen zu. Bei ihnen war es halt bewachsener, mit Wasser, Spielgerüsten und viel Wald. Wir ließen bei dieser Tour einiges aus. Zum einen, weil wir nicht mit dem Hund überall hin durften und zum anderen, wir waren alle drei schon so müde. Und süß sind die Saimiri, wie kleine Äffchen, so süß. Nur waren wenige davon zusammen mit Alligatoren in einem Gehege. Hey, die sind doch wohl nicht das Futter. Doch bevor wir weiterfuhren, starteten wir noch einmal die Autotour. Nun war es sonnig. Schon am Eingang zum Bärengehege wurde es spannend, denn Herr Bär machte es sich direkt am Tor bequem.
aber alle Wärter waren gelassen und winkten uns rein. Jetzt waren die Bären viel aktiver und verstreut. Doch einer war der Hammer, der lag mitten auf der Straße, gemütlich alle Viere von sich gestreckt. Wir trauten uns gar nicht vorbei. Wie sollten wir den 5 Meter Abstand herbekommen, wenn die Straße ca. 5 Meter breit war und der Bär fast mittig drinnen rumflitzte? Letztlich mussten wir an ihm vorbei. Michi meinte, es waren ca. 40 Zentimeter Abstand. Aber Papa Bär blinzelte kaum mit den Augen. Dann noch einmal zu den Löwen. Gruselig, wir konnten nur noch 2 ausmachen. Aber diese waren Profis und zeigten sich in voller Pracht. Es war nun richtig leer und wir fuhren zum Teil ganz alleine durch die Gebiete. Viel Zeit für viel Videomaterial. Da Michi ja fahren musste, habe ich die Kamera bedient. Ich hoffe, das hat geklappt, denn ich hatte durch das riesige Objektiv ja wirklich das Gefühl, den Löwen kraulen zu können. Einmal war es witzig, Michi filmte bei offenem Fenster eine Herde Zebras und Büffel, als wie aus dem Nichts ein Strauß direkt beim Fenster war. Na, da ist er aber zurückgezuckt. Gut war es kein... Nein, bei den Löwen und Bären waren die Fenster dicht geschlossen. Als wir das Areal verließen, als einer der Letzteren, waren wir geflasht. Die 32 Euro pro Person waren es definitiv wert und wir freuten uns sehr, so viel neue Tierwelt gesehen zu haben. Bitte Menschen, bitte schützt diese wunderbare Vielfalt. Nachtrag. Wir mussten die Bettdecken vom Winter- zu Sommermodus wechseln. 16 Grad in der Nacht ist Sommer. Glück gehabt. Wir stehen wirklich gut und der Stellplatz, ja, ist okay. Schaut doch mal. Dahinter ist das Meer, das ist der Hafen. Der Platz, der ist richtig riesig groß. Ein Picknick-Area. Ich brauche jetzt echt mal einen Tag Pause. Und da kann ich mir vorstellen, da kann man sicher durch die Stadt gehen. Das ist wahrscheinlich zum Meer vor. Und wenn man Glück hat, ist ja morgen wieder ein schönes Wetter heute. Am Abend ist es nochmal schön geworden. Und wir haben heute so viel erlebt. Wir haben so coole Sachen gesehen. Ich muss das erst einmal verarbeiten. Und nachher mal Tagebuch schreiben. Ah, eigentlich habe ich Hunger. Und jetzt muss ich auch noch kochen. Oh, so ein Mist. Also 10 Minuten später habe ich aus den Resten vom Perlhuhn oder Nudeln mit Tomaten und was ist da noch drin? Ein bisschen Curry, Paprika und weil es ein bisschen scharf geworden ist, Creme fraiche. Ja, und ein bisschen Gemüse. Und jetzt wünsche ich uns einen guten Appetit und eine gute Nacht.